Was ist hier los? Hast du dir das schon gegönnt? Wie viel haben wir zu tragen? Ja, ich zeig's dir mal kurz, das ganze Teil da voll zu machen. Damit sind wir nämlich heute unterwegs. Weil, wie ihr vielleicht wisst, von letztem Mal hatten wir ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht, mit so vielen Fahrzeugen rumzudüsen. Und jetzt haben wir halt eins. Und das ist groß. Das bestücken wir jetzt. Wir waren noch nicht drin. Das ist jetzt das erste Mal Nightliner für uns und wir sind einfach ultra gespannt und ich bin stoked, die ganze Zeit zu schlafen. Nightliner, Baby! So, das haben wir jetzt alles das Treppenhaus hochgeschleppt. Oh. Wie läuft die Verladung? Ganz gut, also überraschend ist es hier so, dass alles relativ gut reingeht. Wir müssen jetzt noch gucken, dass wir unseren Merch unterbekommen unterm Bus. Das nennt man die Bay. Und wenn das unter ist, dann sind wir durch hier. Die sieht professionell aus, oder? Sehr professionell. Ich fühle mich direkt besser in dem Wissen, dass ich die ganze Zeit schlafen kann. Also ich weiß noch nicht, ob das wirklich geht, aber ich würde es einfach mal drauf anlegen. Also das Erste, was du gleich machst, ist schlafen. Wenn das geht. Ja, wir sind um 6 Uhr früh aufgestanden. Das ist gar nicht gut. Also es ist zwar fahrmäßig entspannter, aber wie du siehst, Niklas, es ist lademäßig nicht gerade viel entspannter. Müssen wir trotzdem noch erstmal ein kleines Diplom machen, bevor wir das hinkriegen. Aber es wird. Und ich mache jetzt mal gerade weiter. Der liebe Jakob, der Jakob, der ist heute zum ersten Mal dabei. Der hilft ein bisschen aus beim Laden. Der macht in Leipzig den Merch auf jeden Fall. Und wir sind froh, dass wir heute den Jakob dabei haben. Das wird gut. So, Niklas, erstmal Nightliner. Wir haben noch eine Stunde und 20 Minuten Zeit, um alles zu packen. Was ist, wie du hier vielleicht sehen kannst, ist schon alles verpackt. Also, ist super in der Zeit, aber besser zu viel planen, weil es ist unser erstes Mal Nightliner. Und wir wissen noch nicht, was man irgendwie in den Hänger reinbekommt und wie man da laden muss. Aber jetzt ist mal in einer Stunde, kriegen wir alles rein. Wir haben den Bus jetzt zu Simon, 13-14% gefüllt. Gleich geht's los. Und jetzt warten wir noch die letzten 3 Stunden, bis Lukas hier auftaucht. Doch, hier. Ja, ich habe mir gedacht, ich spare mir heute mal das Einladen und versteck Charis Schuhe in Sepps Auto. Wie hat's packen geklappt? Hat alles reingepasst? Ich denke. So, Niklas, das erste muss Wesentliche, ne? Dass die Bube neue nicht verdurste hier auf der langen Fahrt. Guck mal, ist das nicht perfekt, Niklas? Als wäre es auf mich abgestimmt. Wir müssen noch gucken, ob wir das jetzt nochmal checken, wie wir geladen haben, oder ob wir einfach die Klappe zumachen und... Niklas, das erste Mal Nightliner. Es ist aufregend. Ja, das ist gar nicht nur hingehängt, das ist weg. Kannst du ruhig laufen lassen, ich bin Kölner, ich mag das. Da kommt nur der Schlüssel ran, keine Jacke, kein gar nichts. Yes. Okay. Jetzt gibt es die Besprechung, was zu beachten ist. Einweisung, was darf man, was darf man. Besprechung, Jungs. Ja, Teambesprechung. Ihr fahrt das erste Mal im Nightliner. Ja. Genau. Spannend. Da kommt direkt der doofe Busfahrer und erklärt erstmal die allerwichtigste Regel. § 1 im Busfahren. Niemand scheißt ins Klo. Da darf nur reingepinkelt werden. Das hat. Das ist nur Energy. Wie ist es bis jetzt? Bis jetzt ist es sehr entspannt. Es ist ein sauber bequem. Ich bin mal gespannt, wie es schlafen ist, aber. Ich denke mal, dass wir hier einen guten Wurf gemacht haben. Gut. Ist alles neu hier. Also für uns ist es neu. Wir wissen noch gar nicht, wie wir hier uns zu verhalten haben. Nein, Quatsch. Aber ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir dann mit 1000 Leuten. Und es wird sehr heiß. Oh,
Trinken hier ab. Ganz, alles ganz normal. Tour, Niklas. Wie ist die Fahrt bis jetzt? Mega. Ich muss nicht fahren. Mach mal vorbei, komm. Ist das recht? Besser geht's nicht. Hier, yeah, hier. Yeah. DJ Arschlochficker. Muss ich so großen, ey. Geh nie wieder zu mir. Wir warten auf euch bestellt. Ist doch leer. Wir brauchen. Stopp. Los. Ajo. Ajo. Der ist der Einzige, der geäxt hat. Ätertropfen. So gut Geschmack. Die Vorteile von Nightliner. Also, man muss wissen, wir sind hier bei der Tour mit einem LKW, einem Transporter, einem 9-Sitzer und einem PKW gefahren. Das hat den Grund, wir haben halt relativ viele Leute dabei, wir haben relativ viel Material dabei. Und das ist halt einfach so schwer, dass man das nicht in einen LKW laden können. Und deswegen muss man das aufteilen. Hier haben wir ein Fahrzeug, einen Fahrer. Da gibt es nachts keinen Stress von wegen, ich kann aber nicht mehr fahren, ich habe was getrunken. Oder wer fährt jetzt ins Hotel und so, weil das gab jeden Abend Stress. Und hier ist halt alles klar. Da wird halt nachher nach dem Konzert verladen, dann steigt jeder in den Nightliner und dann geht's weiter. Und die Kosten, ich kann das jetzt nicht so ganz detailliert sagen, aber es ist günstiger, als wenn man hier für 14 Leute jedes Mal Hotel plus halt die vier Fahrzeuge mieten. Das geht natürlich ganz schön ins Geld. Und hier haben wir halt alles mit drin für einen günstigeren Preis. Das Einzige, was man sagen muss, ist natürlich ein bisschen unkomfortabler mit dem Schlafen, weil ich sag mal, mit 14 Leuten zusammen in so einem Raum schlafen, das ist halt, wird auf jeden Fall anstrengend. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber ja, und vor allem die Duschsituation. Also es gibt in der Regel, gerade so bei kleineren Clubs, gibt es ein oder zwei Duschen. Und wenn da halt alle Leute morgens oder abends noch duschen wollen, das wird halt nicht so entspannt. Aber ich denke, das bekommen wir alles hin. Auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich denke, der erste Block, der eignet sich dafür auch gut. Ja, was keiner weiß, es muss halt immer auch jemanden geben, der das Auto fährt. Das Auto? Ja, es ist ein großes Auto. Ist ein großer Zug. Ein großer Zug. Auf jeden Fall. Alle wollen immer so unten sitzen und so chillen, aber keiner denkt dran, dass halt irgendjemand auch den Bus fahren muss. Und ja, ich bin jetzt hier schon seit 2 Stunden da, aber irgendwie kommt mich gerade keiner ablösen. Ja. Wir sind so gechillt wie noch nie, denn wir müssen nicht selbst fahren. Wir sind im Tourbus auf dem Weg nach Stuttgart. Durch die Straßen von Stuttgart! Wird geil! Der Rocks. Boah, stinkt das. Das stinkt schon ultra, ne? Alter. Nein. Nicht der blaue Panzer. Mein favorite Gadget auf Tour. Schwierig, keine Ahnung. Mein favorite best party buddy ist die Schrottkrage. Schnapskrage, Schrottverteiler. Also die darf nicht fehlen bei dir. Nee. Der Busfahrer, ganz klar. Was ist das Gadget, das jeder auf Tour wünscht? Also das favorite Gadget ist definitiv der Kühlschrank mit all den Getränken in Kombination mit dem Klo. Weil normalerweise müssen wir jedes Mal, wenn irgendjemand aufs Klo muss, anhalten. Und das müssen wir jetzt halt gar nicht. Wir können einfach durchballern. Also in gewissen Sonderfällen müssen wir wahrscheinlich schon anhalten, aber die kommen seltener vor. Aber seit heute weiß ich, es gibt kein einzelnes Gadget, sondern die Einrichtung dieses Tourbusses mit dem Fahrer, dass sich keiner von uns mehr irgendwie Gedanken machen muss, wer fährt, wann fährt man, wohin fährt man, kann ich noch fahren, wo sind Schlüssel, blablabla. Es ist einfach geil. Ist vielleicht ein Luxusproblem, aber ja. Also für alle, die das zum ersten Mal sehen, wir haben hier extra Sticker. Hier schläft der Jakob, der macht heute unsere Merch zusammen mit dem Leon. Das ist mein Schlafplatz, hier schläft der Sepp. Und hier gibt es noch kein Label, vielleicht ist das eine Kofferablage. Und dann zeige ich das mal kurz. Also man muss quasi auf den Boden krabbeln. Ich habe mir sagen lassen, dass die Plätze unten am geilsten sind. Und hier gibt es eine Lampe, eine Steckdose. Und ja, ich habe mir sagen lassen, dass die Betten ganz geil wären. Und deswegen mache ich jetzt mal kurz Probe liegen.
gucken wir mal, ob die wirklich so bequem sind. Also man sieht, es ist jetzt nicht so viel Platz. Aber eher zum Schlafen reicht's. Jo. Kann man leben, 3 Tage. Es wackelt ein bisschen, aber das passt schon. Hier, genau, das hier ist das untere Deck. Das ist so die Chill-Area. Hier ist unser Kühlschrank, die Küche, das Klo und auch nochmal ein Fernseher. Und hier werden wir die meiste Zeit verbringen, denke ich mal. Meinst du, das passt? Du, was nicht passt, wird passend gemacht, würde ich sagen, ne? Ah, einmal frei. Sag mal, sind wir gleich da? Es sieht so aus. Ich bin jetzt zwar auch zum ersten Mal hier, aber es ist scheint mir fast so. Nach was sieht's aus? Nach Witzemann. Und nach fettem Abriss heute Abend. So, wo sind wir hier? Wir sind hier in Stuttgart, im Witzemann. Wir sind angekommen in Stuttgart. Ich glaube, wir waren noch nie so gechillt unterwegs, Niklas. Doch. Bisher ein absoluter Traum. Und da merkt man nochmal, unser Busfahrer, der Michi, wirklich, das ist ein Profi seines Fachs. Wir können froh, dass wir dabei sind. Also diese Parkmanöver waren gerade der unfassbare Flex. Das war unfassbar. Wir sind gefahren, gefühlt irgendwie 20 Minuten. Ich glaube, letztendlich waren es irgendwie 3-4 Stunden. Stuttgart, wir sind da. Jo. Wir suchen jetzt noch einen Ansprechpartner von der Location. Wir sind nämlich ein bisschen früh an heute und gucken, wie es alles mit Backstage aussieht und alles, dass wir es uns hier schon mal gemütlich machen können. Dann richten wir uns ein und dann geht's zum Ausladen. Finde ich gut, kann man mitarbeiten. Sieht gut aus, Bühne sieht geräumig aus. Was will man mehr, ne? Sehr schön hier auf jeden Fall. Sieht wirklich nice aus. Ja. Okay. Welche ist sehr groß. Und da müssen wir sind sehr dumm. Und wir sind sehr dumm. Und damit auch jeder Dödel, genau, inklusive mir, nachher den Weg zum Bus findet, genau, haben wir hier einmal Way to Bus. Yes. Ja, nach 10 Uhr nicht mehr rein in den Hof, aber das ist okay, weil ich sowieso ab 9:30 schon schlafe. Also machst du das Konzert gar nicht mehr mit? Läuft dann über Band? Oder schläfst du dann einfach auf Schlagzeug? Ja, das ist immer so ein fließender Übergang. Quasi. Fett. Das ist richtig, richtig geile Bühne, geiler Raum. Wir sind so gechillt wie noch nie bei Ankunft. Das verspricht einiges. Wird geil. Hier die Location. Ist alles richtig geil organisiert. Gibt hier auch super viel Platz für Technik abzustellen. Eine Laderampe an der Bühne. Also, bin gespannt, wie gut das nachher läuft. Das ist so cute. Was haben wir da? It's my friend. Oh, oh nein. Wir machen jetzt hier Loadout, das heißt, wir nehmen jetzt unser ganzes Equipment, dann bauen wir hier mal schön auf und bringen das hier mal schön durch die Katakomben in die Halle. Und dann ist eigentlich der stressige Teil vorbei. Dann verkabeln wir noch ein bisschen, bauen noch ein bisschen auf, machen ein bisschen Soundcheck. Und dann warten wir, bis die Leute da sind. Ja, ja. Die wurden die Hand alles, oder? Ja, ja. Wie seid ihr durchgekommen? Relativ gut. Wir hatten eine kleine Begegnung mit der deutschen Polizei, die uns nach Drogen gefragt hat, was wir natürlich nicht dabei hatten. Der nette Herr von der Polizei meinte dann mal ganz kurz, ja, er hat es jetzt einmal probiert und er rasiert sich jetzt den Schnurrbart wieder ab, weil das hat ja eh nichts gebracht. Also, nee, war okay. Und ansonsten Regen, aber ich freue mich auf heute Abend. Also, viel Spaß, Leute. Was trägst du da rum? Keine Ahnung. Licht. Irgendwas für Licht. Das ist ein Kabelcase. Ah, der weiß das. Hallo.
Die U-Bahn streiken heute, was ziemlich scheiße ist. Deswegen bin ich gerade eine halbe Stunde durch den Regen gelaufen. Also, aber jetzt bin ich hier. Ich habe die ganze Zeit versucht, den PIN-Code von dem Bühnenzugang zu cracken. Und habe jetzt gecheckt, dass man hier lang kann. Okay. Das ist das Moving Head Case. Ich habe 4 Wochen im Fitnessstudio für diesen Moment gearbeitet. Alleine. Das sind Moving Heads. Was machen die? Die leuchten und können sich drehen. sehen so aus. Ein Flow unterbrochen. Ich baue hier das Mischpult auf. Da laufen alle Signale von uns zusammen und sind für den Ton zuständig. Das läuft dann auf die PA und dann hört es jeder. Ich packe unsere Camper Remotes aus. Mehr oder weniger glorifizierte Stimmgeräte für mich und Leon. Die liegen dann vor uns, bestenfalls auf dem Boden, und die Cases kommen zurück in diese Box. Schön clean beschriftet. Wir haben inzwischen ein System entwickeln können. Und so? Nix. Das ist einfach nur ein Stimmgerät. Theoretisch könnte man da jetzt so irgendwas mitmachen, aber wir sind einfach viel zu blöd dafür. Und deswegen passiert das alles automatisch gesteuert per AI. Ah. Ja, also typisches Setup, was man heute eigentlich schon bei vielen Bands auf Tour hat. Ist halt viele mehr Becken als Toms hast. Ja, wir kommen eigentlich zurecht mit einer Hängetom und einer Standtom. Und dann kann man sich mehr mit den Becken austoben. Das sind GLPX 5 Bars. Ja, ist so einer der Main Fixtures in der Show, genau. Sind tiltbar, zoombar, kann man viel Spaß mit haben. Macht Spaß. Was machst du da? Ich klebe den Bereich ab, in dem der Gitarrenstand sich befinden wird, weil das die letzten Shows über ein großes Problem war. Ich habe es teilweise gerade so auf die Bühne geschafft, nachdem ich meine Gitarre gewechselt habe, weil einfach kein Platz war, um diesen Stand in Griffnähe unterzubringen. Und jetzt habe ich meinen eigenen Area. Hier werde ich spielen und mich auch nicht rausbewegen. Ich glaube, das ist jetzt obvious. Da wird mir keiner ein Case drüber stellen. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen im Verlauf des weiteren Aufbaus. Das sind GLP JDC-1. Haben hier in der Mitte eine Strobe-Röhre und hier außen einzelne Pixel-Segmente. Kannst du als Stroboskop nehmen, kannst du als Washer nehmen. Und Pixel-Mapping-Effekte. Sehr, sehr schön. Kann man sehr, sehr viel mitspielen. Sehen wir in der Show ganz viel von. Und sind, wie gesagt, sehr, sehr hell. Wir haben gelernt, dass Hi-Hat-Mikrofonierung tatsächlich in den Clubs wichtiger ist als die Overheads. Warum? Das ist wichtiger für die Durchsetzung. Also die großen, die Cymbals, die sind halt laut genug meistens, dass es dann gerade so passt. Aber damit die Hi-Hat dann halt eben ähnlich gut durchkommt, muss die halt ein bisschen noch geboostet werden. Das ist ein Kondensatormikrofon. Kondensatormikrofone haben im Vergleich zu dynamischen Mikrofonen den Vorteil, dass die Membran sich viel schneller reagieren kann, weil sie leichter ist. Und dadurch ist das ein bisschen empfindlicher, gerade für die hohen Frequenzen von den Becken. Und was machst du für die Bassdrum? Für die Bassdrum haben wir halt eben genau andersrum. Gerade für die Bässe sind halt die robusteren dynamischen besser. Und in der Bassdrum haben wir zwei verschiedene. Genau. Der Vorteil von diesem Mikrofon ist, du kannst das einfach hier so reinschmeißen, dann natürlich Gabel dran. Und ist fertig. Ist doch super. Spaß dir ein bisschen Arbeit. Ne? Hier ein Audix D6. Wird auch oft für die Bassdrum benutzt, aber haben wir jetzt heute dabei für die Standtrom. Auch nice. Und was machst du hier? Ich verlege ein MIDI-Kabel. MIDI, das ist so ein, ich sag mal, Steuerung für Keyboard und so weiter, und da kommen die Signale hinten aus unserem Rack hier einmal rein und dann wird der Sound automatisch umgeschaltet. Das heißt, da muss ich nicht bei jedem Song immer gucken, welcher Song kommt jetzt und hier einstellen, sondern geht das einmal hier drüber und da weiß mein Setup Bescheid, was jetzt hier ein Song kommt. Oder sowas wie Rise Strophe und jetzt Rise Refrain, und da muss ich nicht im Song umschalten, das ist auch immer sehr entspannt. Und genau dasselbe haben wir auch für die Gitarren. Aha. Aha.
normalerweise achten wir beim Aufbau halt immer darauf, dass Simon auf der Seite steht, wo auch die Technik steht. Das noch. Weil es heute vergessen. Du stehst nicht in deinem Sicherheitsbereich. Was das hier für Zahlen sind? Das ist die aktuelle Lautstärke. Hier läuft nämlich eine Messung mit. Die müssen nämlich von der Location hier alles genauestens protokollieren, dass das hier nicht zu laut wird, wegen Anwohner, Bürogebäude und auch, dass das Publikum selbst nicht geschädigt wird. Ja. Hier haben wir Vertikalnebler. Die nutzen wir einfach nochmal als Effekt, um einfach Nebelfontänen in die Höhe oder auch vertikal zu schießen. So ein bisschen als CO2-Fake-Ersatz, wie man es nennen möchte. Kleinigkeit, Niklas. Ich bin auch Profi. Und kleckern. Das sowieso. Aber hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Wir bauen gerade Merch auf. Und ich habe zwei fleißige neue Helfer dabei. Ist gut. Muss ich weniger machen. Wir sind ready, Niklas. So schaut aus, ey. Ganz aber. Genau, vom Bundle. Alle Leute, die die Box gekauft haben und diesen VIP-Pass mitbringen, bekommen so eine geile Tasse. Hier bei mir am Merch oder hier bei uns am Merch geschenkt. Oh, ja. Ich hab's leider verkackt. Ich hab heute mal die Füße hochgelegt, nichts gemacht. Und jetzt haben sie mich direkt eingepfercht. Und ich muss es leider heute hier hinter Gittern verbringen. Okay. Damn. Du ziehst dir erstmal ein paar Zigaretten. Ich hoffe, mich dort bald zu filmen. Ja. Sag mal, was hier los ist. Wir warten mal, bis Sepp hier ist und sagen einfach mal nix. Also, stay tuned, was gleich passiert. Meinen geliebten Mac verkabeln, der zum Glück noch nicht schlapp gemacht hat. Echt ein bisschen Schiss, weil wenn der abbraucht, dann war es das hier mit dem Keyboard. Aber bisher, toi toi toi, hat immer alles gepasst. Kommen Sie mal rüber. Genau, auf der Tour habe ich zwei Keyboards dabei. Einmal, wir haben Supernova Akustik im Set und einmal In the End von Linkin Park. Und ich komme ja vom Klavier und deswegen ist es ganz geil, wenn man hier einmal... Das ist einfach ein bisschen geiler spielen als so ein normales Keyboard. Und hier oben ist dann quasi das normale Keyboard. Also sprich so diese Samples, Keyboard-Passagen, die man halt hört, die kommen einmal von hier oben. Dann habe ich noch einmal mit dabei ein DJ-Pult. Da kommen die ganzen Scratches her. Und so ein paar Interludes, so ein bisschen Lückenfüller zwischen den Songs, die kommen auch einmal hierher, werden hier einmal abgefeuert. Und ja, was kann ich noch sagen? Das hier ist mein Mic, wo ich den Jungs aufs Ohr sprechen kann, weil wir haben ja alle solche Stopfen in ihr im Ohr drin. Und damit wir uns nicht irgendwie auf der Bühne dann anschreien, haben wir hier alle ein Mikro, wo wir dann uns gegenseitig auf die Ohren sprechen können. Ja, ansonsten hatte ich, glaube ich, heute Morgen schon kurz erklärt. Das Ganze wird hier gesteuert über MIDI, das heißt, kommt einmal vom Rack, wo halt unsere Samples herkommen, kommt einmal hier ein Signal rein und das heißt, da weiß das Keyboard genau, jetzt bin ich bei dem und dem Song. Also hier kann ich mal gerade zeigen, das Programm heißt Mainstage, ist von Apple selbst. Dann weiß Mainstage halt, welcher Passage es gerade ist. Also hier weiß Strophe 1, Strophe 2, Refrain. Und so sind dann halt alle einzelnen Passagen, die ich halt spiele, hier einmal einprogrammiert. Und ich muss halt hier nicht irgendwie wild rumdrücken, sondern kann einmal ganz gechillt einfach nur spielen, ohne mich um irgendwas anderes zu kümmern. Ein Handy, das haben wir extra für die Tour dabei. Und das Handy, das steuert dann quasi einmal den Sampler drüben. Soll ich dir den mal zeigen, Niklas, den Sampler? Kannst du gerne machen. Ich zeig das mal. Audio Player dabei. Sind wir froh, dass wir die noch haben, weil die werden nicht mehr hergestellt. Und die sind eigentlich für so eine Tour wirklich das Beste, was man haben kann. Die machen nie Mucke. Also hier einmal zeigen. So, haben wir hier einmal, das sind die beiden Backing Player, sogenannte Master und ein Slave. Das heißt, wenn oben der ausfällt, weil, keine Ahnung, ist kaputt oder Strom ist weg oder sonst was, übernimmt der unten halt direkt. Das heißt, weil das hier ist ja quasi so das Gehirn von der ganzen Sache, da kommt ja alles her, auch das, was wir auf dem Ohr hören. Wenn das ausfallen würde, wäre halt nicht gut. Deswegen haben wir da zwei am Start. Und das läuft halt so, das ist quasi wie so ein CD-Player. Also wir haben halt hier unsere Songliste am Start. Ich hoffe, das kann man jetzt auf der Kamera sehen. Das sind quasi die einzelnen Songs. Da kann ich halt wie bei einem CD-Player halt sagen, jetzt Start, Stopp, nächster Song oder so. Und letztendlich das Handy, das Handy, das ich auf der Bühne habe, macht genau das, was man hier machen würde, einfach nur Remote am Handy.
sodass jetzt nicht jemand hier an die Seite laufen muss und sagt, ich möchte den nächsten Song starten. Sprich, da ist dann eine App sozusagen da drauf. Genau, und da, kannst du genau, da läuft dann die App von dem Player drauf. Das ist ein bisschen tricky, weil der Hersteller, den gibt es halt nicht mehr. Das heißt, die App existiert eigentlich auch nicht mehr im App Store. Es gibt aber Wege, wie man sich diese App noch besorgen kann. Und das haben wir gemacht und deshalb können wir die weiterhin mit Android-Handys wohlgemerkt steuern. Da steht nicht etwa selbst bereit. Wo ist ein Alleviate? Sorry, aber das haben wir abgesprochen. Sepp, Lukas hat schon geklärt. Das kommt da weg, die hatten Punktprobleme, die armen Kerl. Lukas hat schon geklärt. Alles gut. Es bleibt da stehen, bis zum Ende von der Show. Genau, das hier ist unser legendäres Comuna-Case, so haben wir es genannt. Ist relativ entspannt, weil wir haben hier einmal der Deckel, der wird hier einfach als Tisch an die Seite gebaut. Da kann man halt vor der Show vom Soundcheck und so weiter alles schön arrangieren. Jeder hat hier seine eigene Bahn. In ihr die Mikrofone, die Gitarrensender und halt die In-Ear-Hörer. Und die haben wir halt die alle schön nebeneinander liegen. Und während der Tour, wenn wir nicht auf Bühne sind, ist das Ganze hier in einer wunderbaren Schublade verstaut. Und genau, ist alles schön beschriftet, funktioniert in der Praxis so, sagen wir mal, nicht so gut. Also oft ist dann irgendwie der Gitarrensender von Person XY beim In-Ear, aber ich denke, da rufen wir uns mit der Zeit jetzt ein. Selbstbereich ist no Bereich anymore. Die fette Party? Ja, weil er mir die gegeben hat und ich hab's. Du spielst jetzt erstmal hier. Ach, guck mal, dass ich das zum Laufen kriege. Ja? Darfst du das auch schon spielen allein? Ich geil. Nee, ich weiß nicht, ob ich alt genug bin. Wo spielst du hier? Resident Evil 4. Ah! Aua, 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 aua. Schnell weg, schnell weg. Scheiße. Resident Evil ist. Oh, ein Heilkraut, geil. Komm jetzt. Hol das Scheißding doch. Verwenden. Ja. Wie war der Soundcheck? Geil. Der Club ist. Hat an der Wand hinterm Mischpult ist der große Club. Deshalb dürfen wir nicht so laut sein. Deshalb singe ich heute ganz leise. Nee. Aber sonst war gut. Klingt geil. Licht sieht geil aus. Ich würde sagen, es ist fast die schönste Bühne der Tour. Gefällt mir sehr gut auf der Bühne vom Wietzemann. Den Leon haben wir verbannt ins Café. Food. Eat some food here. Some bowls. Some bowls. Bowls. Was passiert da im Hintergrund? Das hört sich an wie der Timo, der sich warm singt. Das ist eine Fitnessball. Das sind die zwei Sachen vom Merch. Die werde ich nachher nach der Show richtig gut aufstoßen. Ich glaube nur die zwei. Zwei Flockballs. Ja, Prost, Boys. Auf einen schönen Abend. Ja. Wohl. Ja. Raust. Wenn man sich nicht entscheiden kann, ne? Gleich geht's ab. Das kommt der mit dem Bier doch an. What I'm feeling lately made me acting sort of shady. Mainly I've been going crazy, baby, daily. All I do is changing, fading, failing, only to begin again. It makes me sick to my core. I can't take it no more. Oh, I need to ignore the voices in my head. I'm becoming so. Jo. Viertelstunde bis zur Show, glaube ich. Da muss mal ein bisschen warm werden. Stuttgart 2024. Wir haben Bock. Doch Bock. Yes, es wird fett. Es geht ab.
Rebbich. Oh ja. Stuttgart wird interessant. Hast Bock? Ich hab Bock. Stuttgart sieht noch unentschlossen aus, aber wir werden das auf jeden Fall konvertieren wie diese Audio-Files und Wave in MP3. Das ist so hell. Was? Nee. Das Konzert. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen, Niklas. Ne? Die Stuttgarter, wirklich, die hatten so Bock und die neue Lichtshow, die hat mich so gecatcht. Das wird ein geiles Highlight, sage ich dir. Sehr geil. Mega, war richtig, richtig gut, Spaß gemacht. Ja, Stimmung war super. Ich habe mich irgendwie vorgearbeitet und stand dann in der ersten Reihe. War richtig gut. Das Konzert. Mega. Ich meine, Hamburg war auch geil, aber das hier war auch geil. Also beides war mega. Heute? Mega geil. Heute ging richtig ab. War Abriss. Was sagst du? Bombe, Alter. Es war echt mega. Also wirklich auch nach Köln und Oberhausen, jetzt nach Stuttgart. Es war echt toll. Mega. War richtig, richtig super geil. Wir waren schon beim letzten dabei. Geil. Sagt alles, oder? Weiter so. Nächstes Jahr wieder oder im Herbst schon wieder. Danke, danke euch, danke. Ciao. Cool, war gut. War richtig nice. Hat Spaß gemacht. Die Leute hatten Spaß, wir hatten Spaß. Zwei Pärchen, alle hatten Spaß. Das ist richtig geil. Jetzt schon wieder am Abbauen. Ah ja, nach der Show ist vor der Show, ne? Ja, wir wollen ja alle schnell fertig werden, wollen alle schnell die Aftershow-Pizza essen. Deswegen, wenn die Band fertig ist, sind wir es hoffentlich auch. Wie war die Show? Schön. Show war schön. Ja, alles geklappt. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Mein kleines Jörg hier kommen wir weg. Und eigentlich sind die Jungs drin ein bisschen Autogramme machen. Aber es wird wie immer mal wieder zeitlich ein bisschen eng hier. Das heißt, schnell raus, kleines Jörg in Sicherheit bringen, die Wertsachen in Sicherheit bringen und dann geht's gleich weiter. So. Konzert war geil. Mein persönliches Highlight war, dass ich zufällig einen Kumpel aus meiner alten Heimat gespottet habe. Der hat mich hier heute überrascht, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Passiert nicht oft, dass so weit weg von Zweibrücken, also hier in Stuttgart, auf einmal jemand erscheint, den man von zu Hause und früher kennt. Was soll ich sagen? Hab nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war gut. Hast du was gesehen? Ey, ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war gut, ja. Geil! Was wendest du da für eine Technik an? Das ist der dreifache Strobokreisel. Sehr wichtig, ja, richtig und ja, richtig. Ja. Auch wichtig ist er hier. Ja, der so direkt wieder verspannt.
Aber es ist der Timo da war. Danke dir. Professionell. Die Show war sehr geil. Es war nicht heiß dieses Mal. Also es war irgendwie für mich zumindest war es auf der Bühne ein bisschen gechillter. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt nachher mit 14 Leuten duschen müssen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr unentspannt und wahrscheinlich auch heiß. Aber es war auf jeden Fall geil. Also Stuttgart ist auf jeden Fall eine geile Stadt. Wir lieben euch. Ich fand's nice, mega nice. Bühne war geil. Der Publikum hat Bock gehabt. Und ich hätte am liebsten noch weitergemacht. Aber wir müssen leider gleich anfangen abzubauen, also rauszubauen und dann in Bälde hier den Platz räumen. Was willst du machen, ne? Wir bringen das Mischpult zu dem Haufen da hinten, weil das gleich alles ins Auto muss. In den Trailer, in den Anhänger. Kann das hier drauf, Simon? Wohin? Hier drauf? So, Lichtpult. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir müssen in einer Stunde komplett raus sein und jeder möchte noch duschen. Sag mal, wie weit habt ihr gerade alles getragen? Ich würde sagen, so stell dir vor, von Frankfurt nach Mannheim, roundabout. Aber für FFTS machen wir halt alles. Wir chillen jetzt noch am Bus. Der Busfahrer schläft noch. Und wir machen uns jetzt hier auf dem Asphalt ein bisschen gemütlich. Wie war die Show? Bombe. War geil. Entladen, beladen? Entladen habe ich noch nicht. Wir fahren heute Nacht noch an den Rastplatz. Mal gucken. Nee, also es ist alles geladen, aber der Anhänger ist noch nicht am Bus. Den gehen wir jetzt noch nachts holen und das wird spannend. Aber erfolgreicher erster Tag. Alle haben durchgehalten, Stimme haben durchgehalten. Die Stimmen von Lukas und mir haben durchgehalten. Und jetzt chillen, bis wir losfahren. Wahrscheinlich gleich Richtung Bett. Bei dir, Niklas? Richtung PC, ne? Richtung PC. As you should.